Napoleon wollte ihn für Paris. Konstanze Mozart bat um die Ausbildung ihres Sohnes. Als er starb, errichtete man ihm ein imposantes Grabmal. Doch wer kennt ihn heute noch? Mehndorf, eine weiß-blaue Idylle. Hier erblickt am 14. Juni 1763 Johann Simon Mayr das Licht der Welt. Der Vater, Schulmeister und Organist. Kein Wunder, dass der kleine Bub schon bald im Kirchenchor von Mehndorf mitwirkt. Einem Chor, der heute seine Messen singt. Im wunderschönen Kloster Weltenburg wird Johann Simon mit 6 Jahren Singschüler. An der Orgel der Moritzkirche in Ingolstadt verdient sich Mayr mit Organistendiensten seinen Lebensunterhalt. Durch die Vermittlung und mit Unterstützung von Freunden siedelt er dann ins norditalienische Bergamo über. In der Lagunenstadt erlebt Mayr, was er bei seiner Ankunft kaum erträumt haben dürfte, den kometenhaften Aufstieg vom Kompositionsschüler zu einem der bedeutendsten Opernkomponisten seiner Zeit. Im berühmten Gran Teatro La Fenice in Venedig wird Mayrs erste Oper Sappho im Karneval 1794 uraufgeführt. Das Werk wird vom Publikum mit Begeisterung aufgenommen und Johann Simon Mayr erscheint als neuer Stern am Opernhimmel Italiens. Während Mayr beruflich auf einer Welle des Erfolgs schwimmt, fallen dunkle Schatten auf sein Privatleben. Seine Frau Angiola stirbt bereits nach einem Jahr bei der Geburt des ersten Kindes. Auch das Kind überlebt nur kurz. Seinen Schmerz versucht Simon Mayr durch unaufhörliche Arbeit zu lindern. Innerhalb von 8 Jahren entstehen insgesamt 16 Buffo-Opern und 9 ernste Werke. Zu seinen bekanntesten Opern gehört Medea in Corinto, die antike Tragödie der kindermordenden Mutter. Mayrs Werke werden an allen großen Opernhäusern Europas aufgeführt. Allein für die Scala schreibt Mayr in 20 Jahren fast 30 Opern. Napoleon Bonaparte wird 1805 im Dom zu Mailand zum König von Italien gekrönt. Anlässlich der Krönungsfeierlichkeiten wird Mayrs Oper Lodoiska aufgeführt. Napoleon ist von Mayrs Musik so begeistert, dass er ihm sofort die begehrte Stelle des Direktors der Oper und der Konzerte in Paris anbietet. Doch Mayr lehnt dieses Angebot, wie andere aus Wien, Mailand, Neapel, Rom, Dresden, Petersburg und London ab. Hier bleibt er bis ans Ende seines Lebens. Als Schüler hat er die Stadt einst verlassen, als anerkannter, ja berühmter Komponist ist er zurückgekehrt. Mayr fühlt sich in Bergamo sehr wohl. Er heiratet 2 Jahre nach seiner Ankunft Lucrezia, eine jüngere Schwester seiner ersten Frau. Ihr zuliebe, so schreibt er jedenfalls, lehnt er auch alle Angebote, die ihn aus der ganzen Welt erreichen, ab. Im Jahre 1805 gründet er eine Musikschule. Aus Wien schreibt Konstanze Mozart an Mayr und bittet ihn, den ältesten Sohn Karl Thomas auszubilden. Kein Mozart-Kind, vielmehr Gaetano Donizetti, wird Mayrs berühmtester Schüler. Er, der aus ärmsten Verhältnissen stammt, erfährt die besondere Zuneigung und Unterstützung Mayrs. Am 2. Dezember 1845 stirbt Johann Simon Mayr. Eine riesige Trauergemeinde versammelt sich zu seinen Ehren. Unter den Trauergästen befinden sich Giuseppe Verdi und Gioacchino Rossini. Man errichtet ihm ein imposantes Grabmal. Wer kennt Mayr heute noch? Er ist von den Spielplänen verschwunden. Es ist müßig, darüber zu spekulieren, warum er vergessen wurde. An der Qualität seiner Musik kann es nicht liegen, denn es ist kaum anzunehmen,
dass die Generationen von Zuhörern und Kritikern, die ihn bejubelten, allesamt geirrt haben.